Da irren Sie sich ganz bestimmt. So ein gut aussehender Mann wie Leo hat Internet-Dating nicht nötig. Der hat auch Offline-Erfolg bei Frauen. Auch bei Ihnen? Haben Sie eine Beziehung mit Herrn Schröder? Vielleicht. Aber über solche intime Sachen rede ich nicht mit fremden Menschen. Das werden Sie aber wohl spätestens bei Gericht müssen. Und da wird man auch erörtern wollen, ob Sie bei der Polizei damals die Wahrheit gesagt haben. Und dann steht sicherlich auch eine Strafbarkeit wegen falscher Verdächtigung im Raum. Meine Gefühle ändern nichts an dem, was ich gesehen habe. Verstehe. Fertig? Fertig. Dankeschön. Und auf meine Frage, ob Sie eine Beziehung mit Herrn Schröder hat, wollte Sie partout nicht eingehen. Na? Ich denke, es könnte einfach sein. Und dann könnte es eben auch sein, dass die beiden gemeinsame Sache gemacht haben. Aber vielleicht hat auch meine Mandantin recht und die Täterin ist eher bei den Internetkontakten zu finden. Naja, ich denke, morgen weiß ich mehr. Es interessiert mich nicht, was morgen ist, denn es gibt noch den Moment. Ich lass mich fahren. Bis zum nächsten Tag hat Stefan Lukas die Fotos und Adressen von Leos Internetbekanntschaften über das Datingportal bekommen. Der Anwalt hat bereits 3 der 5 Frauen aufgespürt. Frau Bose, kann ich Sie ganz kurz sprechen? Entschuldigung, mein Name ist Stefan Lukas. Ich bin Rechtsanwalt, genauer gesagt der Anwalt von Frau Schröder. Und das ist die Ehefrau von Leo Schröder. Und soweit ich weiß, hatten Sie mit ihm Kontakt über so eine Dating-Website. Ist das richtig? Leo ist verheiratet. Ich will nicht über ihn sprechen. Moment bitte, Sie können mir helfen, eine Straftat aufzuklären. Leo Schröder wurde gestern in seinem Gemüseladen vorgefunden, betäubt und mit Paketband gefesselt. Wussten Sie das? Ich war das nicht. Gestern war ich bei der Arbeit. Das können Sie gerne überprüfen. Hat Leo etwas über mich gesagt? Nein. Was hätte er sagen sollen? Nichts. Und jetzt will ich nichts mehr von ihm hören. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich kann Ihnen nicht behilflich sein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tina Bose. Das ist wirklich erstaunlich. Das war jetzt schon die 4. Frau, die mit mir nicht über Leo Schröder reden wollte. Und man hat ja gemerkt, wie verängstigt sie war. Und das war bei den anderen 3 Frauen genau das Gleiche. Ich muss den Namen nur in den Mund nehmen von Herrn Schröder. Jetzt bleibt nur noch Astrid Ziegler. Da bleibt vor allem zu hoffen, dass sie auskunftsfreudiger sein wird. Zur gleichen Zeit taucht Leo überraschend bei Lucy im Sexshop auf. Hi. Hey, Leo. Wie geht's dir denn heute? Danke, es geht schon. Ich bin okay. Ja, siehst aber irgendwie krank aus. Ich habe einfach schlecht geschlafen. Scheiße. Timo nicht da? Na, wir beehren uns damit seine Anwesenheit. Der Herr Gemüsehändler, brauchst du ein Geschenk für deine Frau? Ich habe gesehen, dass du gestern im Laden übernachtet hast. Musst du Corinna ohne dich auskommen? Ich habe es dir schon mal gesagt. Lass Corinna aus dem Spiel. Ja, ist ja gut. Luzi, oben müssen die Videos sortiert werden. Hopp, hopp. Was willst du von mir? Ich will raus aus der Nummer. Und zwar endgültig. Ich würde mal sagen, dass du nicht entscheidest, ob du raus willst oder nicht. Bleib mir damit bloß weg. Ja, ist ja gut. Aber ich hab dir schon mal erzählt, was passiert, wenn du nicht spurst. Du willst doch nicht, dass dann davor was passiert, oder? Was war das denn jetzt bitte? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich bezahle dich fürs Arbeiten und nicht fürs Rumstehen und dumme Fragen stellen. Ach ja, ich hab jetzt aber Pause. Leos Gespräch mit ihrem Chef hat Lucy irritiert. Aber sie will die Hoffnung auf ihren Schwarm nicht aufgeben und nutzt die Gelegenheit, um dem Gemüsehändler ihre Unterstützung anzubieten. Hi, Leo. Ich war in der Mittagspause ein bisschen einkaufen, hab dir was mitgebracht. Wenn du schon im Laden schlafen musst, dann sollst du es wenigstens bequem haben. Danke. Du kannst auch bei mir schlafen, das wäre kein Problem. Alles klar. Ich find's gut, dass du zu Hause den Absprung geschafft hast. Wer weiß, was Corinna dir sonst noch angetan hätte. So war das nicht. Nicht ich habe den Absprung geschafft, sondern Corinna hat mich rausgeschmissen. Wenn's nach mir gehen würde, würde ich immer noch zu Hause wohnen. Sei doch froh, dass du die eifersüchtige Zicke los bist. Die hat dir doch sonst nur Probleme gemacht. Das verstehst du nicht. Ich liebe Corinna doch. Stefan Lukas ist noch einmal zu seiner Mandantin gefahren, um sie über seine bisherigen Nachforschungen zu informieren. Also, ich habe jetzt mal mit den meisten der Frauen von dieser Datingliste Kontakt aufgenommen. Eine fehlt mir noch. Und, was kam dabei raus? Ja, also, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob da überhaupt auch nur eine Frau als Täterin in Betracht kommen kann. Was auffiel, war, dass sie alle ziemlich verängstigt waren. Als hätten sie irgendwas zu verbergen. Also, das wirkte bei jeder von denen so. Aber was könnten sie denn zu verbergen haben? Ich habe keine Ahnung, aber es fiel auf, wenn ich den Namen ihres Mannes nur erwähnt habe, sind die förmlich zusammengezuckt. Aber vor Leo braucht man doch keine Angst zu haben. Tja, genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Es ist immer ein bisschen blöd, das zu fragen, aber ist es bei Ihnen vielleicht eine Ehe irgendwann mal von der
der Seite ihres Mannes aus zu körperlichen Übergriffen gekommen? Nein, nie. Leo war immer total lieb und aufmerksam. Aber das war wahrscheinlich auch alles nur Show. Aber Sie sagten, dass Sie mit einer Frau von der Liste noch nicht gesprochen haben? Ja. Astrid Ziegler. Ich konnte rausfinden, wo sie arbeitet. Ich habe da angerufen und die Sekretärin sagte mir, sie sei noch auf Geschäftsreise. Oh Gott, was ist das denn? Stopp, stopp, nein, nein, nicht anfassen. Ich nehme mal hier was von der Küchenrolle, ja? So, einen kleinen Moment. Also, das müsste jetzt so funktionieren. Da haben wir's. Also, das sind Fotos von ihrem Mann, die ihn, ne, ich würde sagen, halbnackt zeigen. Und dann halt hier dieser Brief. Schluss damit, sonst stelle ich die Fotos ins Internet. Das ist der Briefumschlag dazu? Ja. Klar, kein Absender. Aber, ja, kennen Sie jemanden bei Reichenhall? Nein, wieso? Weil wir Glück haben. Der Brief wurde per Hand abgestempelt, deswegen kann auch ich das Ganze schnell hier nachlesen, wo es herkommt. Schauen Sie, aus Bad Reichenhall. Die Frage ist, wer könnte diese Fotos gemacht haben? Vielleicht eine von Leos Internet-Tussis? Wie kann sich Leo nur so zur Schau stellen? Oder er hat am Ende doch was mit Luzi und sie hat die Fotos gemacht? Aber dann verstehe ich auch nicht, warum sie mir ausgerechnet jetzt die Fotos schickt. Moment, der Brief ging ja nicht an Sie. Der war an Ihren Mann adressiert. Ach so, ja. Ja, wir öffnen immer gegenseitig die Post. Bis jetzt hatten wir keine Geheimnisse voneinander. Naja. Also dachte ich zumindest. Naja, also der Absender ist jedenfalls auf Ihren Mann nicht gut zu sprechen. Aber nur die Zeilen des Drohbriefs zu lesen. Meinen Sie, das ist die gleiche Person, die Leo auch betäubt und gefesselt hat? Ist ja fast zu vermuten. Ich meine, es kann ja kein Zufall sein, dass Ihr Mann gestern betäubt wird und gefesselt wird. Und dann kommt einen Tag später hier dieser bedrohliche Brief. Ja, aber woher können die Fotos denn kommen? Ja, das gilt's rauszufinden. Wie wollen Sie das machen? Ich frage ganz einfach Ihren Mann. Auf dem Weg zu Leos Gemüseladen legt Stefan Lukas einen Stopp bei der Polizeiwache ein und macht sich Kopien von dem Brief, den er zur Beweisaufnahme dort lässt. Schröder, was ist passiert? Corinna war eben hier und hat mich geschlagen. Wann soll das gewesen sein? Ja, gerade so vor 20 Minuten oder so. Das stimmt nicht, das wissen Sie ganz genau. Ich war vor 20 Minuten bei Ihrer Frau. Sie kann nicht hier gewesen sein. Dann habe ich mich wohl geirrt, dann war es wahrscheinlich früher. Warum versuchen Sie mit aller Gewalt Ihre Frau zu belasten? Ich verstehe das nicht. Was denn nun? Wer hat Sie geschlagen? Also ganz kurz, ich meine, Ihnen ist schon klar, die Version mit dem Chloroform und dass Sie im Paketband eingeschnürt wurden, das wird doch immer unglaubhafter. Ich meine, spätestens nach dieser dreisten Lüge eben. Vielleicht wollen Sie der Polizei ja zur Abwechslung einfach mal die Wahrheit sagen. Ich... Das ist doch schon wieder der Typ vom Sexshop. Was macht er eigentlich die ganze Zeit hier? Entschuldigen Sie, ich wollte mal sagen. Nein, ich wollte nichts sagen. Na gut, wenn Sie wissen, wer es war, rufen Sie uns an. Wiederschauen. Wiederschauen. Herr Schröder, schauen Sie mal. Diese Fotos hier, die hat Ihre Frau heute in Ihrem Briefkasten gefunden. Wollen Sie immer noch nichts sagen? Das bin ich nicht. Ach, das sind Sie nicht. Ja, jetzt muss ich sagen. Natürlich sind Sie das. Ja, also ich meine, nein, das ist mein Kopf, aber den muss irgendjemand auf einen anderen Körper montiert haben. Ach, eine Fotomontage, ja? Sagen Sie mal, macht es Ihnen Spaß, irgendwelche absurden Dinge zu erfinden? Oder was soll das? Wenn ich es Ihnen doch sage. Wenn Sie es mir sagen, ich sage Ihnen mal was. Ich werde die Fotos einem Experten vorlegen. Der wird bestätigen, dass die Fotos natürlich keine Montagen sind. Und ich werde herausfinden, wer die Fotos gemacht hat. Und dann weiß ich auch, wer sie in das Paketband eingeschnürt hat. Ich kann dazu nichts sagen. Sie wollen dazu nichts sagen, weil Sie jemanden schützen. Und ich werde herausfinden, wen. Im Anschluss fährt Stefan Lukas zur ehemaligen Aushilfe von Corinnas Mann, um sie mit den Fotos aus dem Brief zu konfrontieren. Die sehen ja lecker aus. Ja, die sind für Leo. Ja, dann haben sie extra im Sexshop freigenommen, um für Leo hier diese leckeren Muffins zu machen, ja? Na und? Also, was wollten Sie mir zeigen? Ja, schauen Sie mal. Ich hatte was abfotografiert. Genau genommen ein paar Fotos. So. Können Sie ja mal durchblättern. Woher haben Sie die Fotos? Ich hatte gehofft, dass Sie mir das sagen können. Ich? Ja, Sie. Kann es sein, dass Sie diese Fotos gemacht haben und sie Leo zugeschickt haben, um endgültig einen Keil zwischen Ihnen und seiner Ehefrau zu treiben? Nein, warum sollte ich sowas tun? Ja, damit er frei ist. Für Sie. Ja, wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe nichts mit Leo. Oder hatte auch noch nie was mit ihm. Leider. Ich finde ihn toll, aber das ist doch nicht verboten, oder? Nein, das ist nicht verboten.
Aber wenn Ihnen Herr Schröder wirklich so am Herzen liegt, dann helfen Sie mir bitte aufzuklären, wem das gestern angetan hat. Seine Frau war es jedenfalls nicht. Echt nicht? Nein, echt nicht. Also Leo hat vorhin wieder versucht, Sie zu Unrecht zu belasten. Er hat behauptet, dass sie ihm die Nase blutig geschlagen hat. Oh Gott, wie geht es ihm? Ist alles in Ordnung? Naja, sagen wir es mal so, er wird es überleben. Aber nochmal zum Punkt. Meine Mandantin kann ihm die Nase nicht blutig geschlagen haben. In dem Zeitpunkt war ich mit ihr zusammen. Bei ihr zu Hause, habe mit ihr zu Hause gesprochen. Sie wissen doch was. Sicher weiß ich nichts. Ja, und unsicher? Ja, ich glaube, dass das alles was mit meinem Chef zu tun hat. Mit Timo Klein. Mit Timo Klein? Wie kommen Sie drauf? Ja, heute Morgen ist Leo in den Sexshop gekommen, um mit Timo zu reden. Und der hat ihm irgendwas auf dem Handy gezeigt. Ja, und was? Ja, das weiß ich nicht, aber das hat Leo echt fertig gemacht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, aber es ist doch schon mal was. Das hilft bestimmt bei der Aufklärung. Vielen Dank für die offenen Worte. Und ich werde versuchen herauszufinden, was es mit diesem Handy-Inhalt auf sich hat. Also, frohes Gelingen. Tschüss, danke. Nachdem sie von ihrem Mann erneut zu Unrecht beschuldigt wurde, ist Corinna am Boden zerstört. Wollen wir noch einen Latte trinken gehen? Nee, lieber nicht. Die frische Luft tut mir gut. Mir will einfach nicht in den Kopf, warum Leo mich schon wieder beschuldigt. Was soll das denn? Hat er wirklich behauptet, du hättest ihm die Nase blutig geschlagen? Ja, bescheuert, oder? Herr Lukas hat mir davon erzählt. Das ist doch totaler Schwachsinn. Wenn Leo die Scheidung will, dann braucht er mir es doch einfach nur zu sagen. Bitte vergiss nie, dass ich dich liebe. Verdammte Scheiße, der ist doch total schizo. Ich kapier das auch nicht. Wahrscheinlich schreibt er allen seinen Weibern solche SMS. Leos Handy müsste man haben, dann wüssten wir mehr. Ja, das stimmt. Die Frage ist nur, wie man da rankommt. Leo hat's eigentlich immer in seiner Hosentasche. Du, ich hab da eine Idee. Die Freundinnen lassen Steffis Plan schon am nächsten Vormittag Taten folgen. Du bleibst hier, ich gehe da jetzt rein. Ne? Oh, hey Steffi. Sag mal, hast du was von Corinna gehört? Weißt du, wie es ihr geht? Es ist ja schon mal besser gegangen, aber das kannst du dir wohl selber denken. Ja, bist bestimmt gekommen, um mir den Kopf zu waschen. Und dazu, ich hab's verdient. Nö, ich misch mich da nicht ein. Corinna hat mich geschickt. Echt? Ich sollte deine Kronkorkensammlung zurückbringen. Die will sie zu Hause nicht mehr sehen. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Oh, sorry, tut mir leid. Schon okay, passiert jedem mal. Du, ich muss auch noch los. Ich habe einen Arzttermin, habe ich voll vergessen. Schon okay. Tschüss. Ciao. Und grüß bitte Corinna von mir. Frau Ziegler. Stefan Lukas, ich bin Rechtsanwalt. Sagen Sie, könnte ich mit Ihnen ganz kurz über Leo Schröder sprechen? Vielen Dank, kein Bedarf. Das Thema ist für mich abgehakt. Ich habe diesen Mann nie getroffen. Jetzt bitte warten Sie kurz. Kurz, bitte. Hören Sie, ich muss zur Arbeit. Ich muss noch eben schnell Unterlagen holen und dann muss ich los. Ich war die letzten 2 Tage auf Geschäftsreise. Ich habe viel nachzuholen. Wo waren Sie denn? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Es geht mich gar nichts an. Aber Sie können mir es doch einfach sagen, wenn es kein Problem gibt. Oder gibt es ein Problem, weil es da vielleicht um Leo Schröder geht? Wo waren Sie? In Bad Reichenhall, stimmt's? Wie kommen Sie denn darauf? Herr Schröder hat Post bekommen aus Bad Reichenhall. Einen Brief, da sind Fotos drin gewesen, die ihn fast nackt zeigen. Und ich wette, wenn ich jetzt Ihre Sekretärin frage, wo es Sie beruflich hinverschlagen hatte, sie wird sagen, Bad Reichenhall. Das ist aber eine Frage. Haben Sie diesen Brief abgeschickt? Und wenn ja, wo hatten Sie die Fotos her? In Bad Reichenhall wohnen viele Menschen. Warum sollte ausgerechnet ich dort die Fotos abgeschickt haben? Naja, also da wohnen sogar sehr viele Menschen. Aber nur ein Mensch wird seine Fingerabdrücke auf dem Briefumschlag hinterlassen haben. Und die Polizei, das wissen Sie vielleicht, kann Fingerabdrücke auf Papier feststellen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ist Ihnen klar, dass auch das Androhen, so ein Foto ins Netz zu stellen, bereits strafbar sein kann? Was? Wie bitte? Ich soll bestraft werden? Ich? Okay, ich erzähle Ihnen jetzt mal was. Es ist nämlich ganz anders, als Sie denken. Die Freundinnen nehmen sich unterdessen Leos Handy vor. Wir müssen uns beeilen. Ich will das Handy zurückbringen, bevor Leo etwas merkt. Ja, warte, ich hab's ja gleich. Scheint so, als hätte er wirklich nur dir, seinen Kumpels und seiner Mutter SMS geschickt.
Na, die SMS an die anderen Frauen wird er dann halt gelöscht haben. So ein Mist, dass er seinen E-Mail-Account nicht mit seinem Handy verlinkt hat. Ja, ist so. Geh mal in den Fotoordner. Das sind aber ganz schön viele Selfies. Und ein paar hübsche Fotos von dir. Was ist das denn da, das Video? Wo? Na, das da. Verstehst du das? Also für mich sieht das so aus, als wollte Leo den Sexshop anzünden. Meinst du? Okay, Leo hasst den Sexshop, aber ich glaube nicht, dass er so weit gehen würde und ihn anzündet. Aber hat er sich nicht immer beschwert, dass der Laden sein Geschäft kaputt macht? Ja schon, aber Brandstiftung, das ist ein Verbrechen. Obwohl, mittlerweile traue ich Leo alles zu. Aber da hat's doch nicht gebrannt, oder? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich frage mich nur, wer hat das Video gedreht und warum? Vielleicht hat es ja auch alles damit zu tun, dass Leo mich beschuldigt. Oh Mann, Steffi, mir platzt gleich der Kopf. Tut mir leid, aber ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich glaube, ich rufe mal Herrn Lukas an. Vielleicht kann der uns ja helfen. So, jetzt wissen Sie alles. Das sind ja ganz schöne Methoden, die Herr Schröder da angewendet hat. Aber Ihnen ist klar, dass Sie sich auch nicht korrekt verhalten haben. Was? Jetzt regen Sie nicht auf. Ich kann es ja menschlich alles nachvollziehen. Deshalb lassen Sie uns doch bitte nach vorne schauen. Sie könnten mir helfen, Herrn Schröder zu überführen und damit viele unschuldige Frauen davor schützen, dass sie weiter von ihm geschädigt werden. Ich weiß nicht. Hören Sie, momentan wird eine völlig unschuldige Frau verdächtigt, Herrn Schröder betäubt zu haben und ihn mit diesem Paketband eingewickelt zu haben. Sie könnten mir helfen, diese Frau zu entlasten. Also. Astrid Ziegler willigt schließlich in den Plan von Stefan Lukas ein. Außerdem holt der Rechtsanwalt noch die Polizei mit ins Boot und seine Mandantin. Alles klar, ich werde dann soweit. Ja, Sie werden es nicht oft von einem Anwalt hören, aber auf die Polizei ist eben Verlass. Was Leo mir fremd geht, hätte ich mir ja noch irgendwie vorstellen können. Aber dass er sowas Schlimmes macht, ich hätte nie gedacht, dass mein Mann ein Krimineller ist. Gut, das steht noch nicht fest. Jetzt warten wir mal ab, ob Frau Ziegler auch wirklich die Wahrheit gesagt hat. Warum sollten Sie denn nicht die Wahrheit sagen? Nach allem, was sie durchgemacht hat. Nee, ich glaube schon, dass es stimmt. Na gut, dann haben wir jetzt eine echte Chance, mit Hilfe der Polizei ihren Mann zu überführen. Und was ist mit dem Video auf seinem Handy? Was halten Sie davon? Naja, da habe ich schon eine Idee, wie das Ganze zusammenhängen könnte. Ich bin überzeugt davon, dass wir es gleich wissen werden, ob ich recht habe damit. Ja? Na, den können wir noch. Das soll jetzt der Mann vom Sexladen wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt hier schon gesehen habe. Was ist los? Nervös? Geht so. Aber ich find's merkwürdig, dass Astrid unbedingt bar bezahlen will. Ja, das kapier ich auch nicht. Ist aber auch egal, wir können die Sache nicht abblasen. Das ist das letzte Mal, dass du Geld von mir bekommst. Ich erwarte, dass du die Fotos jetzt vernichtest. Klar? Alles klar. Guter Junge, du hast mich um 5.000 Euro reicher gemacht. Okay, Timo, lass mich jetzt endlich aussteigen. Ich kann das nicht mehr. Bitte! Wie oft denn noch? Wenn du nicht weitermachst, tue ich Corinna was an. Du liebst deine Frau doch. Also nerv mich nicht. Sonst singt die Kleine mit den Engeln. Jetzt haben wir ihn gleich. Wenn er rauskommt, schnappt ihn euch. Oh, Polizei, steht hey, 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 ich überhaupt nichts gemacht. Die Kleine sind vorläufig verhaftet. Nichts gemacht? Vielleicht schauen Sie mal kurz in den Briefumschlag rein. Da dürften 5.000 Euro drin sein. Habe ich recht? Sieht ganz gut aus. Und noch mal weiter reingeschaut. Ein Mikro daneben. Wir haben alles mit angehört. Okay, ich habe für Leo Geld gewaschen, habe ein kleines Entgelt kassiert. Das ist aber auch schon alles. Das ist überhaupt nicht wahr. Herr Schröder, Sie haben im Internet Kontakt mit jungen Frauen aufgenommen. Haben ihnen Nacktfotos geschickt, so sich das Vertrauen erschlichen und haben dann auch im Gegenzug, ich sag mal, pikante Fotos bekommen. Habe ich recht? Ja, aber doch nicht freiwillig. Verdammt, Leo. Stopp. Sie haben dann diese Frau mit eben diesen Fotos unter Druck gesetzt. Sie haben sie erpresst, aber nicht ganz freiwillig. Sie wurden gezwungen von Herrn Klein. Sie haben Herrn Schröder als Lockvogel genutzt, haben ihn unter Druck gesetzt. Das ist doch lächerlich. Sie hat noch ein gutes Druckmittel. Ein Video. Ich wollte den Sexshop doch gar nicht anzünden. Ich wollte Timo doch nur in Schrecken einjagen.
Aber er droht mich wegen Einbruch und versuchter Brandstiftung anzuzeigen, wenn ich bei seiner Sache nicht mitmache und für ihn diese Frauen anschreibe. Zum Glück gibt es mittlerweile immer mehr Menschen, die beim Internet vorsichtig sind. Und das wusste auch Herr Klein. Deswegen musste ein echter Mensch, in dem man vertrauen kann. Warum nicht der vertrauenswürdige Gemüsehändler von nebenan? So, Abmarsch jetzt. Warum sind die Frauen dann nicht zur Polizei gegangen? Ich nehme mal an, die hatten Angst, dass sie trotzdem dann ihre Fotos im Netz vorfinden würden, ne? Und dann unter Druck gesetzt werden könnten. Aber nicht alle Frauen lassen sich einschüchtern. So wie Astrid Ziegler. Genau, sie war es, die sie mit dem Paketband eingeschnürt hat und ihnen gedroht hat, ihre Bilder im Netz zu veröffentlichen, wenn sie nicht sofort aufhören, alle Frauen unter Druck zu setzen. Aber ich wollte doch aussteigen. Ich schwör's. Egal, ob Timo mich anzeigt oder nicht. Hätte mir noch zigmal eine blutige Nase verpassen können, so wie gestern. Aber er hat gedroht, dir etwas anzutun. Und warum hast du dann mich beschuldigt? Ich wollte, dass du festgenommen wirst, damit Timo dir nichts mehr antun kann. Na gut, mag sein, dass das die Erklärung ist, aber dann war das definitiv der falsche Weg. Ich wollte dich doch nur schützen. Kannst du mir das verzeihen? Ja, wie heißt so schön, Ende gut, alles wird schief gehen oder alles wird gut. Alles passt hier jedenfalls. Die Frauen, die hier erpresst wurden, werden ihr Geld zurückbekommen und ihre Fotos sind nie im Netz erschienen. Und selbst die Fotos von Herrn Schröder sind uns allen erspart geblieben. Herr Schröder wird wegen all dem wegen Erpressung verurteilt werden. Und Herr Klein, weil er Herrn Schröder dazu gezwungen hat, wegen Anstiftung zur Erpressung und wegen Nötigung. Beide werden hier zu Freiheitsstrafen verurteilt werden und Herr Schröder könnte Glück haben. Vielleicht wird seine Strafe noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Bleibt Frau Ziegler. Sie durfte natürlich Herrn Schröder nicht einwickeln mit diesem Paketband und sie durfte ihn nicht betäuben. Das nennt man gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Aber ich denke, sie wird glimpflich davonkommen, wenn man sich den Kontext mal anschaut, in dem sie so agiert hatte. Naja, bleibt meine Mandantin. Das Verfahren gegen sie wird natürlich sofort eingestellt werden. Mein Auftrag ist damit erfüllt. Sie scheint sich ja mit Herrn Schröder jetzt wieder versöhnen zu können. Ich glaube, sie liegt ganz richtig. Herr Schröder wird keinen Mist mehr bauen. Er wird ein guter Ehemann sein. Er ist eben ein anderer Typ als Herr Klein, bei dem sicherlich Hopfen und Malz verloren sind. Die beiden sind eben nicht zu vergleichen, so wie Äpfel und Birnen. Äpfel und Birnen, Herr Schröder, haben Sie gar nicht da momentan. Naja, also nicht zu vergleichen, so wie hier. Wassermelone und Honigmelone. Herr Schröder, ist das überhaupt hier eine Honigmelone?